RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mann, ich wusste gar nicht, dass man so viel laufen muss. Und ich suche hier schon 2 Stunden nach einem Ausweg, so ein Mist. Mann, das gibt's doch gar nicht. Renne ich hier schon 2 Stunden rum und suche hier den Eingang. Mist, dabei wollte ich mir doch noch schnell ein Bierchen vor dem Bus trinken. Boah, Mensch, ey, was mach ich denn? Moment, ich hab mein Handy. Da könnte ich eigentlich mal den Murat anrufen. Na, mal schauen. 0, 7, ja. Nächstes Mal trinke ich keinen Schluck mehr, so vor einer Fahrt, ey. Boah, ich musste aber, ey. Und als der Bus gehalten hat, bin ich raus in die Büsche. Und wie ich fertig war, war der Bus weg. Mitsamt Lenny. Ich glaube, ich bin verloren. Ich meine, nun irre ich hier schon fast 2 Stunden im Prater rum. Und nun klingelt auch noch mein Handy. Klasse. Ja, man sage hier, wer dort? Ja, Lenny hier. Mensch, Lenny, du Kalkleiste, na, was geht? Mensch, hey, Murat, du Hartz-IV-Terrorist. Aber, Mann, alte Socke, wo bist du? Wo treibst du dich denn jetzt rum? Ich bin im Prater drin, dachte eventuell treffe ich dich hier. Und wo bist du? Im Prater? Ich bin auch im Prater, aber ich bin schon 2 Stunden hier. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ist ja echt krass. Ich eier hier schon 2 Stunden rum und wir haben uns noch nicht einmal getroffen. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Das geht doch nicht. Das ist verhext. Meinst du so Hexen so aus dem TV, wa? Krass. Und das Blödeste ist, dass es hier nicht mal was zu trinken gibt. Ah ja, stimmt schon. Das ist wie in einer Oase, Alter. Eine Oase ohne Wasser. Voll krass. Murat, du Dummnuss, eine Oase ohne Wasser, das ist praktisch Wüste, weil die Pflanzen, die Bäume ohne Wasser nicht bei der Hitze überleben würden. Mann. Mag schon sein, Alter, aber naja, was soll's. Das war doch nur ein Beispiel, Herr Besserwisser Lenny. Ich bin kein Besserwisser, Alter. Das nennt man Grundwissen. Aber so viel Grund kannst du ja nicht haben, weil dein Wissen ist ja nicht sonderlich hoch. Ist aber auch egal. Du, ey Lenny, ich klopf nicht. Hier eiert ein Typ rum mit einem Handy, der sieht fast genauso aus wie du. Ich glaube, das ist dein Ösi-Dubel. Hey, Alter, wir telefonieren doch auch hier. Was ist denn daran irre? Egal, ich frag mal. Die sieht aus, als wenn sie wüsste, wie man sicher wo hier wen am besten trifft. Hey, Sie, ich hab mal eine Frage. Blablabla. Kennen Sie sich hier aus? Wenn ja, ich brauche eine Info. Wo geht's zum Ausgang? Naja, ich und mein Kumpel Murat, wir haben uns verloren und wollten uns am Ausgang treffen. Blablabla. Ja, das könnte Murat sein. Kennen Sie den auch? Blablabla. Ja, das ist er. Hey Murat, du Nuss, hier drüben bin ich. Mann, muss mich jetzt hier gerade jemand rufen? Mann, ich telefoniere hier mit Lenny. Jo, mach das. Ach, Lenny, du bist Mensch, geil, klasse. Ich komm gleich zu dir rüber, du. Ich muss mich nur schnell hier verabschieden von meinem Telefonat. Du, Lenny, wir müssen Schluss machen. Wir sehen uns dann gleich am Ausgang, okay? Tschüss, bis dann, Alter. Ah, okay, Alter, bis gleich. Oh, Lenny, ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Und ich erst, Alter. Na, lass uns in die Kneipe gehen, was trinken. Österreich ist toll. Hans Moser kommt von hier und auch das Wiener Schnitzel wurde hier erfunden. Das mag wohl so sein, aber davon habe ich keine Ahnung. Ja, die verstehen es zu leben, die Ösis. Sie machen immer alles gemütlich. Selbst für die Verfolgung braucht die Polizei hier kein Auto. Weil die sind so langsam, dass sie auch zu Fuß gehen können. Aber sonst, wie gesagt, kann ich da nicht viel zu sagen. Außer der Österreicher ist ja ein Gemütsmensch.